Hallo und herzlich willkommen beim Gartenkanal und zur Gartenarbeit Ende April. Es kommen bei uns Kartoffeln ins Beet, wir pflanzen eine Weinrebe aus und auch Knollensellerie wird nochmal ausgepflanzt. Außerdem mein allererstes Mal Einachserfahren mit einem guten Kumpel von mir und noch ein paar Einachsergespräche. Euch ganz viel Spaß mit dem Video. Zuallererst haben wir jetzt hier hinten mal 10 Liter auf die Zwiebel reingegossen, der Steckzwiebeln. Da zeige ich jetzt schon die ersten Triebe und die freuen sich über ein klein wenig Wasser, dann geht es erheblich schneller. Bei unseren Kartoffeln haben wir uns wieder für die Sorte Blue Congo entschieden. Die hat jetzt schon ganz tolle Keimtriebe. An Werkzeug, ja, brauchen wir eine Hacke dafür, Boden ist ja schon gelockert, unser Mäherstab, Handschuhe und noch etwas Dünger in der Form von Hornspäne. Zuallererst ziehe ich hier mal eine Furche oder eine Reihe. Versuche natürlich nicht zu arg ins Beet reinzutreten und lockern den Boden noch mal ein bisschen auf. Man kann jetzt hier definitiv von sprechen, dass das Beet durch die Bearbeitung der Moderhacke hier in 10 bis 15 cm Tiefe sehr, sehr locker ist. Ja, beim Pflanzen empfiehlt es sich aber trotzdem bei den Kartoffeln noch mal so eine richtige Reihe zu ziehen oder eine Furche. Und diese Furche oder der Graben wird so klassischerweise, könnte man jetzt sagen, 10 bis 13, 15 cm tief auch gemacht. Bei uns kommt jetzt der Dünger in Form von Hornspänen dazu, könnte man natürlich auch Kompost oder einen gut abgerotteten Stallmisch nehmen. Wie viel ihr bei Hornspänen nehmen sollt auf die kleine Fläche, steht meistens hinten auf der Packung drauf. Und zuallererst gilt da mal der Grundsatz, weniger ist ein bisschen mehr. Die Reihe wird natürlich auch noch markiert, dass wir nicht vergessen, wo wir die Kartoffeln gesteckt haben. Und jetzt sehen wir hier den Reihenabstand, den Abstand in der Reihe von Kartoffel zu Kartoffel. Hammer 30 cm, das ist auch mal das ganz klassische Vorgehen. Letztes Jahr waren wir da erheblich enger. Ja, und 10 cm tief sind die jetzt nicht im Boden drin, aber wird schon passen. Die Handschuhe ziehe ich mal wieder an wegen der Kamera. Die sollen nicht zustauben. Das habe ich wahrscheinlich hier gerade mit der Gestikulierung gemeint. Ja, Kartoffeln ins Beet. Ich drücke sie so ein klein wenig an. Man könnte natürlich auch nochmal ein Löchchen mit der Hand oder mit der Hacke machen. Passt aber so. Das Wichtige ist, dass die neuen Keimtriebe natürlich nicht abbrechen. Wie man die Geschichte jetzt bedeckt, auf allen Vieren, hier mit den Händen oder wieder mit der Hacke, ist euch überlassen, wie ihr es magt und wie es euer Rücken natürlich auch mitmacht. Eine zweite Reihe kam auch noch dazu und die Kartoffeln werden natürlich auch hier noch angegossen. Und jetzt drücken wir die Daumen, dass es keinen Bodenfrost oder Eigenspätfrost mehr gibt. Da hat man letztes Jahr ein klein wenig Probleme, aber die ganzen Kartoffeln, die ein bisschen Frostschaden haben, sind wieder super toll ausgetrieben und wir hatten eine schöne Ernte auch. Das Video verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung. Ja, jetzt zu unserer Weinrebe hier. Ich habe mich für eine rote Sorte entschieden. Zuerst mache ich natürlich den Rindenmulch ein bisschen weg. Da stand in den letzten Jahren immer wieder mal Himbeeren und auch Brombeeren. Allerdings hat nichts so wirklich gut an dem Standard geklappt. Ich werde das Pflanzloch oder beziehungsweise die Pflanzstelle noch ein bisschen auf mit Pflanzerde. Könnte man auch noch was anderes nehmen. Ist jetzt vielleicht für eine Weinrebe nicht so das ganz Ideale. Da kommt ja mit unserem lehmigen Lössboden relativ gut klar. Ich möchte aber ja in der ersten Phase hier ein gutes Anwurzeln haben und eigentlich auch ein relativ lockeres Pflanzloch mal. Und ich habe mir gedacht, wir probieren es mal auf diese Art und Weise auch an diesem Standort. Inwiefern jetzt der Boden hier schon sauer geworden ist durch einen Rindenmulch, weil der schon ein paar Jahre oder über ein Jahrzehnt welcher liegt, müsste man genau testen. Wir haben natürlich auch gewisse Zeigerpflanzen hier, wie unser Walderdbärchen. Ja. Aber Rindenmulch kam jetzt hier mal an der Stelle weg. Wie gesagt, Pflanzloch oder Pflanzerde aufgewertet. Und dann testen wir es mal aus hier. Ja, angießen aus dem Grund, wir wollen, dass die Wurzeln eingeschlemmt werden und Zwischenräume sich verdichten. Und auch hier drückt man die Daumen, dass es keinen starken Spätfrost mehr gibt, dass die Triebe hier weiter schön intakt bleiben und die Weinrebe direkt loslegen kann mit ihrem Hauptwachstum. Wer auch noch weiter am Wachsen ist, da hatten viele Leute Sorgen hier um den Knollensellerie. Opa hat gemeint, Max, kannst du mal ruhig rauspflanzen, wenn es halt einen viel zu harten Frosch gibt, geht er Ei. Ja, was ist die Problematik hierbei? Durch kältere Temperaturen wird er wohl teilweise dazu angeregt zu schießen, das wollen wir natürlich nicht. Bisher sieht die Geschichte aber ganz gut aus. Hier im äußeren Bereich müssen wir ein bisschen nach der Trockenheit schauen. Also es hat zwar in der letzten Woche einmal ordentlich geregnet, aber es ist momentan bei uns in der Gegend schon wieder sehr, sehr, sehr trocken. Dementsprechend wird natürlich auch angegossen. Die eine Reihe haben wir vervollständigt, die andere Reihe wird auch noch aufgefüllt, ausgepflanzt, mit Mulch bedeckt und auch nochmal angegossen. Reihenabstand haben wir jetzt 40 cm, das sollte passen und jetzt viel Spaß mit der Einachserfahrt.
So lässt sich's leben. Das ist ja ein geiles Teil. Die Aufkleber haben wir extra so bemessen, dass sie genau passen. Da weißt du, die Jägermeister-Aufkleber. Das sind ja keine 08, die habe ich extra machen lassen. Die hast du extra machen lassen? Ja, ja. Geil. Die haben wir extra dann so, dass sie genau weißt, dort der Tankdeckel ja. Rein. Und ich trinke zwar keinen Jägermeister, aber ja, sieht geil aus. Das ist halt falsch. Aber irgendwann wird es, guck mal, das ist hier wieder, und ja. Wieder gerade sein. Irgendwann muss man es mal wieder machen. Aber der Hänger. Ja, und das mit dem Holz, das ist auch noch das Originalholz. Nein, nein, das war komplett oder das war weißt, vergammelt. Neue Böden, neue. Nur der Rahmen dann genommen. Nur der Rahmen, den haben wir auch komplett blank gemacht und neue, den haben wir gestrichen. Da ist richtig fett Farbdruck. Und was war das nochmal jetzt vom BMW? Isetta. Isetta. Siehst du auch noch, die sind hier richtig ja. Pappe vom BMW. Geil. Ich feiere das so hardcore. Ölfilter? Ein Ölluftfilter. Da ist unten drin eine Schicht Öl und der du dann quasi. Da zieht er die Luft, das geht dann durchs Öl, weil das ist ja Arbeitsmaschine wegen dem Dreck und dem Körperstaub, weißt du, dass der wird mit dem Öl wird er dann gefangen. Ja. Und damit meinst du, wenn es ordentlich schifft, kommt man nicht den Buckel hoch, wo man gerade hoch ist. Nee, das hätte jetzt schon zu kämpfen gehabt. Okay. Wäre es noch ein bisschen mehr gewesen, hätte man bestimmt aussteigen müssen. Also es hätte es dann schon gepackt, aber dann hätte man kurz vielleicht ohne Gewicht. Das merke ich dann schon. Mit einem niedrigeren Gang, gar kein Problem. Ja. Da wäre es sogar wieder mit ein bisschen Matsch vielleicht sogar gegangen. Ich habe drei Gänge. Das ist jetzt der schnellste Gang. Dann gibt es ja noch einen mittleren und halt noch der Agergang. Genau, also Benzin dann auf, den Tank habe ich höher gesetzt, das hat einen bestimmten Grund und wie du siehst, ist nämlich der Benzinschlauch recht flach. Mhm. Ja, und vorher war das halt so, dass der fast eher sogar aufwärts ging, deswegen ist da das Benzin nicht super gelaufen. Deswegen habe ich den ein bisschen höher gesetzt und wenn du jetzt quasi dann Benzin dann aufmachst, musst du erstmal Luft rauslassen und das kannst du hier in dem Loch kontrollieren, da muss man erst ein bisschen pumpen. Dann siehst du, kann man Luft bläsen und jetzt fließt. Das heißt, jetzt ist der Vergaser voll. Okay. Und jetzt kann man es starten. Und starte ist. Starte einmal, also hier muss auf 1 sein, also Zündung halt an. Ja. Aber also ist ja kein Strom drauf, also einfach damit nicht unterbrochen ist die Zündung, das ist einfach nur ein Zündunterbrecher. Und dann halt ein bisschen Gas geben hier. Der helle Wahnsinn. Leute, wie findet ihr das? Gern Däumchen hoch. Auch für die Aktion hier vom Kameramann natürlich. Und ja, überlegen wir mal, was wir machen. Also, schon geil so ein Teil. Wie gesagt, wir spielen hier mit der Idee Kleintraktor, aber das hat mehr Stil. Das hat definitiv mehr Stil. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch ganz viel Erfolg bei euren Projekten. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao.